Leute, und ja, willkommen zu meinem ersten ja, Kit Review. Und zwar heute mit Loris und einem Special Guest Yoshi. Und zwar wird es das Kit Viking sein. Und das heißt übersetzt Wikinger. Und ja, was dieses Kit so kann, ist, dass ihr mit einem Kompass startet. Und dieses Kit ist ein Power-Kit, wie die meisten sagen. Und viele sagen, es wäre OP. Manche sagen auch, dass es nicht OP wäre. Und ja, wär, also meiner Meinung nach ist es OP. Ja, kommen wir zum Kit. Und zwar, wenn ihr am Spawn seid und keine Pilzsuppen habt und anstatt ein Schwert zu machen, macht ihr euch eine Steinaxt oder eine Holzaxt. Weil nämlich die ich jetzt zum Beispiel habe, die Eisenaxt, macht so viel Schaden wie macht sogar ein bisschen mehr Schaden als ein Dia-Schwert. Und ja, das ist schon ein wenig heftig, finde ich. Und ja, es ist so, das Vorgehen geht so, dass das Eisenschwert macht ja, ich glaube, 3 oder 2,5 Herzen, das weiß ich gerade nicht. Und genauso viel Schaden macht auch die Axt. Und dann noch plus ein Herz. Noch plus, also, dass es noch ein bisschen besser ist. Das Einzige, worauf ihr bei diesem Kit aufpassen müsst, ist, dass die Axt nicht während des Kampfes zerbricht. Deswegen würde ich euch empfehlen, noch eine zweite parat zu haben. Deswegen würde ich mal so sagen, das ist das einzige Problem, weil wenn ihr halt kämpft und oh scheiße, meine Axt ist kaputt, dann ist es behindert. Und jetzt machen wir an unserem Test, an unserem Testpersönchen Louise, den ich bei Amazon bestellt habe, einmal den Test, und er wird mir jetzt gleich sagen, wie viel Schaden es macht. Okay, ich schlag dich jetzt. Wie viel hat das Schaden gemacht? 5,5 Herzen. Verarscht mich, oder? Okay. 4,5 Herzen macht die Eisenaxt Schaden. Steinaxt macht so viel Schaden wie ein Dia-Schwert. Und die Holzaxt macht so viel Schaden wie ein Eisenschwert. Ja, deswegen, das war's auch schon so von dem Kit. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Und Soll ich Yoshi hier runterschlagen? Soll ich? Oh, ich weiß nicht. Nein, komm. Ja, dann sage ich tschüss und sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.